Jetzt testen wir für euch das aktuelle Burton Hometown Hero Split Bar. Dieses Jahr sind wir bereits im Oktober am Stubaier Gletscher für euch. Wir haben wieder jede Menge Superlativen dabei. Größter Splitboard-Test Europas, größtes Gletscherskigebiet Österreichs und nur die besten Splitboards im Test. Schaut euch alle 10 Videos an, dann habt ihr den perfekten Einstieg in die Splitboard-Saison 23/24. Das Burton Hometown Hero am Stubaier Gletscher im Test. So, Schwungeinleitung schon mal tippitoppi. Jawohl, legt sich schön über die Piste, Gletscherbuckel hinweg. Und da kommt aber eine Eisplatte und noch eine Eisplatte, aber ist egal. Macht er trotzdem ganz brav. So, wir cruisen weiter mit unserem Kameramann Martin mit frischem Akku und dem Hometown Hero von Burton. Und man muss schon sagen, wenn die Pisten so sind wie jetzt oder das Gelände verbuggelt, schwer zum Fahren, da kommt so ein Easy Shape wie der von Burton wirklich entgegen. Leichte Schwunganleitung, trotzdem genug Griff auf der Kante. Weicher Flex, das passt sich gut dem Gelände an. Wirklich schön zu fahren. Für Burton-Fans schon fast ein Muss. So, Burton Hometown Hero. Kurzschwünge. Jawohl. In jedem Gelände volle Kontrolle und das sehr kraftsparend. Und deswegen beide Daumen nach oben. So, wir sind den ganzen Tag draußen die coolen Shapes gefahren. Jetzt saut es ein bisschen ein. Vielleicht kriegen wir heute Nacht einen halben Meter Schnee. Und deswegen machen wir das Review hier kuschelig aus der Dresdner Hütte. Burton Hometown Hero. Fast schon ein Klassiker. Das müsste jetzt das dritte Jahr sein, wo wir ihn haben. Haben wir dieses Jahr wieder getestet. Es hat sich nur am Design minimal was geändert. Und ist einfach so ein Wohlfühlbrett. Ja? Das ist so everybody's darling, stehst drauf, macht was es soll. Ich nehme immer gern das Wort unaufgeregt. Ja? Aber sticht in keine Richtung jetzt irgendwie negativ hervor, dass es jetzt dich total langweilen würde oder so. Also echt fein. Runter, draufstehen, Spaß haben. Ja? Ja, kann man so mit Sicherheit stehen lassen. Es ist auch eher eins vom Flex, was ein bisschen weicher ist. Das macht es auch einem leichter im verhackelten Gelände. Vielleicht mal am Schluss von der Tour, so einem ekligen, fiesen Forstweg oder irgendwie sowas. Das schwimmt einfach drüber. Ja. Das will ich nicht irgendwie runterschmeißen oder sowas. Im Powder floatet es auch schön auf, im klassischen S-Rocker. Ja. Von daher ist es ein gutes Brettchen. Überfordert niemanden und halt die Channels sind halt schon immer wieder fein. Ja, das ist cool zum Einstellen. Ob da jetzt jemand ständig dran rumschiebt, sei mal dahingestellt, aber theoretisch kannst du halt jeden Morgen in Anbetracht, wie viel Powder es jetzt heute gibt, fettes Setback, weniger, twinniger und so. Ja. Also ist ein cooles Feature. Jo. Und funktioniert. Es hat uns an der Dresdner Hütte richtig eingeschneit. Dann nutzen wir mal die Zeit und schauen uns die Splitboards im Aufstieg an. Das Hometown Hero ist ja vom Fahren her so ein bisschen everybody's darling und im Aufstieg durch seinen gemäßigten weichen Flex verspricht es auch schöne Performance. Da helfen es die Channels nicht so viel, die sind ja nur fürs Fahren. Vom Gewicht her ist es gut, gemäßigte Radien. Burton arbeitet ja mit Spark zusammen, es gibt ja die Hitchhiker, das ist einfach eine Spark-Bindung mit Burton-Anbauteilen, also Highback und Straps. Mit G3-Fällen habt ihr ein tolles Setup, was gut im Aufstieg ist und auch schön in der Abfahrt. Empfehlung von mir. Wir waren jetzt ganze 5 Tage im schönen Stubai und wir haben den Übergang von Herbst in Winter erleben dürfen. Wir hatten Regen, Sonne, Schnee, Schneesturm. Vielen, vielen lieben Dank an die, die das alles ermöglicht haben. Das Team von der Dresdner Hütte haben uns super unterstützt. Vielen Dank auch an mein Team. Hinter der Kamera waren Markus und Rebecca. Und vor der Kamera natürlich die Maluna und der Stefan.
Ich hoffe, die Videos haben euch gefallen und ihr schaut sie auch alle an. Es gibt noch mehr wie dieses eine. Wenn Fragen sind, wenn Kommentare sind, einfach her damit. Ich freue mich auf euer Feedback und wünsche uns eine super Saison 23/24. Euer Simon. Viel Spaß und viel Schnee wie im Stubai.